wunderschöne Musik und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Lenio, willkommen auf meinem Kanal, wie auch immer. Und willkommen zu einem neuen Projekt. Eigentlich nur eingeschoben, weil Pokémon nicht weitergemacht werden kann, weil Ramadan Shukri aka Flo einfach weg ist. Der ist verschwunden. Keiner weiß, wo er ist. Er ist weg. Jedenfalls werde ich das jetzt einfach zwischenschieben. Wenn Björn Lust und Muße hat, werden wir Donkey Kong weitermachen und ja. Das ist der Plan! So, falls mich jemand nach Chrono Trigger fragen sollte, dann werde ich es auch weiterführen, aber ich brauche da eigentlich eine Pause von, weil das Spiel mich anödet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da gar keinen Nerv drauf. Egal, gehört hier gerade nicht hin. Wir spielen Battalions und es ist ein Blind Run. Weil ich habe das Spiel auf meinem ersten Computer 1999 gespielt. Oder so. Ich glaube, 99 war das. Also, Ewigkeiten her. Und da habe ich es einmal irgendwie durchgespielt und fand es voll toll. Aber das gehörte einem Freund. Ich durfte es mir nicht kaufen, weil war 12 oder so. Ich glaube, da war irgendwie was. Und ich war 9. Und, das hat mich sehr angefressen. Dann habe ich das Spiel in Vergessenheit gesehen und dann habe ich mal so Spiele-Threads von guten Spielen, eure Lieblingsspiele und so, kennt ihr ja, so Furoren durchgesucht und dann habe ich Battalions wieder gesehen. Das war auf so einer Maxi-CD-Sammler, wie auch immer, mit ganz viel, mit Warlords Battlecry und so und ganz vielen tollen Spielen. Jedenfalls, Midtown Madness. Jedenfalls, fangen wir einfach an. Es ist ein Blind Run, kann man sagen, ja. Und es ist das Add-on sogar mit drin, schön. Aber wir spielen Kenjis Reise. Und ich bin ruhig. Ich bin Kenji vom Schlangenclan. Und mein Vater brachte Unheil über die Welt. Die Horden zerstörten, was immer sich ihnen in den Weg stellte. Da sammelte er den Clan um sich und flog in Süden. So rettete er die wenigen, die er retten konnte. Er wusste nicht, dass die Horden nur der erste von vielen Feinden waren, welche den Schlangenclan heimsuchen sollten. Er konnte nicht ahnen, dass seine Nachfahren ohne die führende Macht des Auges schwach und schlecht werden würden. Hatte er angesichts der Horden überhaupt eine Wahl? So. Lauft! Das sind Shinjas Männer! Shinja. Du bist keiner der Dorfbewohner. Töte ein paar dieser wertlosen Bauern und ich verschaffe dir einen Platz in Shinjas Armee. Hier! So, ich werde das gleich vorlesen. Hier haben wir die Möglichkeit, uns auf eine Seite zu stellen. Gut oder böse. Yin und Yang. Das verfolgt einen das ganze Spiel über, diese Entscheidung. Deswegen wird man sich jetzt zum Guten oder zum Bösen wenden. Und das hat mich bei diesem Spiel, das fand ich so toll. Das ganze Gameplay war auch toll. Die Art der Produktion war endlich mal innovativ und werdet ihr alles sehen. Ich war mir nicht sicher, was ich... Ich versuche mal seine Stimme zu bekommen. Ich war mir nicht sicher, was ich nach meiner Rückkehr machen würde. Aber die Umstände zwangen mich zu einer Entscheidung. Sollte ich den hilflosen Bauern im Kampf zur Seite stehen oder den Banditen? Ohne Zweifel würde meine Entscheidung Einfluss auf die Zukunft haben. Und... Wie es sich für einen Helden gehört, werde ich den Bauern helfen. Wenn ihr das wollt, dass ich die andere Seite nochmal durchspiele, meldet euch. Klick mit der linken Maustaste auf mich, um mich auszuwählen. Klick mit der rechten Maustaste auf mich. Jetzt können wir einen von beiden Parteien angreifen. Und ich bewege mich. Du kannst auch mit der rechten Maustaste auf den Gegner. Allerdings werde ich mal einen. Ja, ist ja gut. Ich werde mal eben einen Schnitt machen. Auf eine andere Stelle. So, da bin ich auch schon wieder. Und wir können uns halt eine Partei entscheiden. Und dementsprechend dann, ja. Los rocken. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise.
Angriff. Und die Bauern verlieren natürlich. Warum habe ich mich für die entschieden? Bin ich doof. In mir findet ihr euren Meister. Für den Clan. Schön. Diese doofen Bauern, warum sind die auch so schwach? Aber ich mag sie, die können Reis anbauen und ich mag Reis. Wofür habe ich Mana? Ja, das wird sich noch rausstellen. Und ja, das Gameplay erinnert an Warcraft. Das ist richtig. Nicht ohne Grund. Selbe Engine, glaube ich, ne? Wie war das? Das ist ein neuer Anfang. Ein guter Anfang. Ich habe mich gegen eine Erziehung gestellt und den Bauern im Kampf gegen den Banditen geholfen. Ich habe etwas begonnen, das ich zu Ende führen sollte. Ich muss alle angreifenden Banditen töten, das Dorf schützen und am Leben bleiben. Kritischer Treffer! Ja, Shinji ist ein Kritter. Es kostet ein bisschen Mana, aber es regeneriert sich ja. In mir findet ihr euren Meister. Hoffen wir es doch mal. Wir haben unsere Einstellung. Lieber Warcraft passiver Modus. Stellung halten und Wache und Stopp und hier angreifen. So. Und das ist ein Bauer, der holt Wasser. Es gibt auch Bauern, die Reis holen. Beides braucht man, aber das werdet ihr noch sehen. Kenji. Wir dachten schon, ihr wäret tot. Es ist lange her, Otomo. Ich warte seit 7 Jahren darauf, euch dienen zu dürfen, Fürst Oja. Nenn mich nicht so. Mörder! Er hat unser aller Leben gerettet. Er hat seinen eigenen Vater getötet. Seht, es ist Kenji! Er spricht nicht für alle hier im Dorf. Der Sohn der Schlange ist in meinem Hause zum Tee eingeladen. Dann arbeiteten diese Banditen also für Shinja. Er herrscht über die Provinzen im Norden und würde nur zu gern auch über unsere bestimmen. Er will den Clan wieder aufleben lassen. Aber seine Methoden sind... fragwürdig. Shinja hat meinem Vater lange Jahre treu gedient. Er hat von der Macht gekostet und wird sich nur schwerlich wieder davon trennen. Aber Shinja herrscht nur, weil sich niemand sonst gegen die anderen Clans stellt. Wölfe und Lotus reißen auseinander, was vom Reich deines Vaters noch übrig ist. Ich werde Shinja brauchen. Dann wirst du ihn schlagen müssen. Shinja herrscht über 2 Provinzen von einer alten Feste der Schlangen aus. Hier, während seine gedungenen Bogenschützen die östliche Straße belagern und stehlen, was uns sonst noch geblieben ist. Zerschlage Shinjas Truppen und er wird seinen Kampfeswillen verlieren. Wir haben keine Soldaten, doch die Dorfbewohner werden dir mit Freuden dienen. Was werden wir tun? So, wähle deine Provinz aus. Das ist die unsere. Man hat eine Overworld und das ganze Spiel ist total toll. Egal, werdet ihr sehen. Gewinne Shinjas Unterstützung, wenn du seine Festung reißt und ihn in der Schlacht besiegst. Ich würde sagen, seine Festung stürmen wir am Schluss. Befreie die Provinz von Shinjas seltener Horden. Klingt auch nicht schön, aber ich würde sagen, das machen wir. So. Die Banditen müssen die Bewohner vertrieben haben. Aber seht, da steht noch eine Bauernhütte. Wir sollten dieses Dorf wieder aufbauen und es zu unserem machen. Richtig. Schon wieder Shinjas Söldner. Ihr Widerstand wird schnell brechen. Solange ich alle von ihnen töte und am Leben bleibe, wird unsere Provinz anschließen. Wenn ich überlebe, wird der Clan wachsen. So, und hier, ich weiß gar nicht mehr, kamen hier Bauern raus? Ich weiß. Ach da, ja, hier. Ja. Kleine Bauernhütte. Ich gehorche. Du gehst Reis farmen, wie es sich für einen Chinesen gehört. Nein. Was bringt mir nochmal Wasser? Dafür brauchen wir Reis. Okay, gut. Dann würde ich sagen. Ja, mein Fürst. Geht ihr schön? Ich diene dem. Na gut, du holst Wasser. So. Verstanden. Und du rennst bitte. Ja, mein Fürst.
Und du rennst auch. Haben wir uns verstanden? Haben wir, gut. So. Dann bringst du das mal eben zurück, Kollege. Ich gehorche. Egal, mach weiter. Ich bin unterwegs. Dann machen wir nämlich einen Dojo. Und den braucht man auch. Würde ich behaupten. Am Anfang haben wir auch gar keine andere Möglichkeit. So. Wir haben noch einen untätigen Arbeiter. Der baut dann am besten mit. Genau wie du. Ich bin unterwegs. Und wir werden angegriffen. Oh mein Gott. Schrecklich. Wir bräuchten bald mal Verteidigungsanlagen. So. Verstanden. Ihr geht in die Ausbildung, Jungs. Ich gehorche. Ich bin unterwegs. Ein Dojo bildet erste Kämpfer aus. Ich glaube, Nahkämpfer waren das. Bin mir da nicht so sicher. So. Was kostet das? 30 Reis, 30 Wasser. Dann würde ich sagen, schicke ich noch eins zum Wasser holen. Training abgeschlossen. Ein Lanzenträger. Erledigt. Sehr gut. Einverstanden. Da die sich nicht regenerieren, würde ich meine Helden nur ungern in die Schlacht schicken. Ich gehe. So. Euch schicke ich automäßig da rein. Bin unterwegs. Auf dass wir einige Soldaten rekrutieren mögen. Schön. Kann man den nicht auf Auto stellen? Young-Punkte? Was? Ach, Yin und Yang, ja, Gesinnung gut böse. Gut. Einverstanden. Bin schon dabei. Bis zum Tod. Na schön, Jungs. Immer mal rein mit euch. Ich würde sagen, wir schicken die jetzt mal einfach los und der Rest verteidigt. Da die von da kommen, schicke ich die einfach mal da auf die Karte. In der Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Einverstanden. Rennt mal lieber, Jungs. Okay, wir nähern uns auf jeden Fall dem Gegner. Was willst du denn? Ach, verpiss dich. Immer rein in die Mitte. Reinstechen. So, die kommen wohl über den Fluss, wie das ausschaut. Und da, wo der Reis ist, ist meist der Gegner nicht fern. Das heißt, wir rennen dort oben hin. Tschüss, Jungs. So, Reis habe ich hervorragend viel. Angriff. Messerstecherei. Ich hasse Bogenschützen. Schalalala. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Artilleriefritzen. Erst den weg. Ich weiß, das ist jetzt taktisch unklug, aber ich hasse das, gegen was zu kämpfen. Hey, die sind überall. Einverstanden. Lauf weg. Solange wir an seine Basis irgendwie rankommen. Angriff. Und das kommen wir. In mir findet ihr euren Meister. Das gibt jetzt einen kleinen Stich. Sehr gut. Macht kaputt. Kampfschrei. Der nächste Stoßtrupp rückt am besten nach. Bin schon dabei. Für die Ehre. Ach komm schon, Männchen. Greif an. Für den Clan. So,
So, leider haben wir in der ersten Mission noch nicht die Möglichkeit, groß zu taktieren oder sich groß Truppenarten auszusuchen, möchte ich mal sagen. Deswegen ist es noch recht stupide. Egal. So, ja, der Dieter auf. Shinji geht's auch noch recht gut von den HP-Werten. Wir haben jede Menge Yang-Punkte. Interessant. Bin unterwegs. So. Irgendwie muss der Kerl ja auch wirtschaften. Boah, Türme. Nein, stirb nicht, Männchen. Für den Clan. Das ist ein Bauer, oder? Ja. Schön. Wenn ich seine Nahrungsquellen vernichte, dann kriege ich ihn kaputt. Was interessant ist, ist, dass die KI, die man hat, auch recht intelligent spielt. Das heißt, wenn Gegner in der Nähe sind, man kämpft einen Turmmann zum Beispiel, nähert man sich dem, aber auch nicht übermäßig intelligent ausreichend. Für die Ehre! Für den Clan! So, der Turm dürfte auch bald hinüber sein. Mach kaputt. Armbrustschütze. Egal, der hat keine Chance mehr. Für die Ehre! Für meinen Vater, den König! Ach nee, das war ein anderes Spiel. So. So. Einverstanden. Wo mag denn noch ein Gegner sein? Wenn er hier nichts mehr hat. Hm. Baut sich die KI hier wieder auf? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Irgendwo werden hier noch Söldnerlager sein, würde ich mal behaupten. Was bringen mir Yang-Punkte? Ja. Ihr sollt sprinten! Okay, ihr könnt nicht mehr. Ist okay. Training abgeschlossen. Ach ja, so Lanzenträger sind nicht besonders gut. Vor allen Dingen, ihr werdet noch sehen, man kann die noch bedeutsam weiterentwickeln. Oh. Ja. Keine Gegner mehr. Bin unterwegs. Ja. Erledigt. Ich schicke jetzt einfach mal so auf Spürwegen da so überall hin. Ich meine, neue Soldaten habe ich ja. Und angegriffen werde ich auch nicht mehr. Das heißt, hier steht noch irgendwo ein Bauer rum oder irgendeine Kacke. Bestimmt. Aber man sieht schon, das erinnert schon stark an Warcraft 3, ne? Ich glaube, es ist dieselbe Engine. Ich bin mir nicht sicher. Hallo. Naja, das schaffen die. Ein Bogenschütze im Nahkampf gegen zwei Lanzenträger sollte kein Problem sein. Das ist auch toll. Dass sie sich, ein Bogenschütze hat gefehlt. Ja. Das war der letzte. Entkleide die Leichen. Was? Würde Shinja seine eigenen Männer töten? Nein, aber... Dann nehmt ihre Kleider. Schön. Ich verstehe. Was sind denn das für Gestalten? Scheinen die Banditen zu sein, die Fürst Shinja angeheuert hat. Lass sie nur.